1-1-0-2-0, quarter by 2-2-speed is all ours. Lambda 1576. Switzer 127 Alpha, ready for descent. Alpha Bravo Delta, triple descending, continue echo and straight on Bravo via ramp for your hotel. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Around the World in Microsoft Flight Simulator X mit mir, C. Vettel mit 3T. Ja, und heute fliegen wir weiter mit unserer neuen B200 Super King Air vom Hersteller Flight One von, ja, LILN von Venegono in Italien nach Rom, und zwar nach Ciampano, glaube ich. Das ist nicht der Hauptflughafen, sondern der für General Aviation Flugzeuge, so wie wir eins sind. Ja, wir stehen gerade hier am General Aviation Terminal von Venegono auf Stand 1-4 und wir haben es aktuell Ortszeit 17.17 Uhr. Das heißt, aktuell haben wir es hier Sommerzeit, das heißt, keine große Veränderung, wir werden wahrscheinlich so 19 Uhr ankommen. Das bedeutet immer noch sehr gut im Hellen. Jo, dann steigen wir gleich mal ein und dann zeige ich euch gleich mal die Route, die Charts dazu entsprechend und natürlich die Metadaten. Das müssen wir immer zuerst gucken, denn darauf basiert auch eigentlich der komplette Rest. Ja, während ich hier nochmal kurz um das Flugzeug gehe und hier so die kleinen Checkups mache, um zu gucken, ob alles dran ist, mehr oder weniger, gehe ich mit euch nochmal kurz die Metadaten durch. Also hier aktuell auf unserem aktuellen Airfield haben wir variabel 3 Knoten, das heißt, wir starten auf der 1.8. Und da muss ich das Blättchen mal umdrehen. Auf dem Arrival Lira haben wir Wind von 205 Knoten, das bedeutet leichter Wind. Wir starten wahrscheinlich wir landen wahrscheinlich auf der 1.5. Und damit ihr euch das genauer vorstellen könnt, würde ich sagen, gehen wir mal in das Flightplan-Programm, So, jetzt habe ich es. Ja, so sieht heute unsere Route aus. Wir starten hier oben in Norditalien, starten wir direkt runter auf der 1.8. Das heißt, wir können direkt Richtung VOR SAN starten, fliegen dann Richtung Süden auf Flight Level 207. Die Distanz beträgt heute 290 nautische Meilen und dann geht es eigentlich ziemlich gerade runter nach Rom. Und das Ganze nochmal genauer reingezoomt. Wir starten hier, wir sind aktuell an diesem Gate. Taxien dann hier, Backtrack, oder wir können auch hier auf der anderen Seite, damit wir safe sind, dann starten wir auf der 1.8 runter. Das Ganze sieht so in Rom aus. Jetzt habe ich es, wir landen hier sehr wahrscheinlich auf der 1.5. Es ist aber noch nicht fest, es kann auch sein, dass der Wind noch dreht. Und hier habe ich absolut keine Ahnung, wo wir genau parken werden. Ich vermute mal irgendwo hier oder hier. Ich hoffe, dass der Lotse auch noch online bleibt. Aktuell ist eine online in diesem Sektor und ja, der wird uns dann schon irgendwie gut dahin lotsen können. Das Ganze sieht auf SimBrief folgendermaßen aus. Wir starten hier, dann das Ganze im Prinzip von der Seite gekippt. Haben wir unseren Top of Climb auf Flight Level 270 und werden dann hier schon wieder anfangen zu sinken und werden dann hier in Rom landen. Die Ground Charts sehen folgendermaßen aus. Was aber für uns viel wichtiger ist, sind die Star Charts. Wo sind sie? Hier, BOL. Wir werden hier ankommen und werden dann wahrscheinlich die Arrival Route nehmen und dann auf, wichtig ist hier 6000 Fuß oder höher, und hier nach 8 nautischen Meilen auf 5000 Fuß oder höher bis zum Wegpunkt Campiano CMP und dann geht es auch schon auf die Transition ILS 1.5, was ich hier gefunden habe. Genau, hier geht es dann auf ILS eigentlich strikt gerade runter. Also wenn wir Glück haben, wenn der Wind so bleibt in Rom, dann haben wir eigentlich einen recht simplen Anflug, anders als jetzt hier der Anflug nach Venegono. So, dann würde ich sagen, genug geredet und dann mal ab ins Cockpit. Wir steigen ein, wir machen jetzt schon mal per Gedankenkraft die Tür auf. Ups, da geht's hoch.
jawohl. Wir müssen leider immer wieder pausieren, das muss ich immer am Anfang sagen für die neuen Zuschauer, die vielleicht noch einschalten. Ups. So, da sind wir drin. Denn die Batterieleistung ist wirklich, wirklich schwach und ich muss hier wirklich jede Sekunde ausnutzen. Denn beim ersten Flug wäre uns wirklich fast die Batterie ausgegangen. Und ja, wir machen mal ein bisschen Licht an hier. Da geht ja gar nicht, wir sind ja noch auf Pause. Hier ein bisschen Licht an. Wir machen hier ein bisschen Licht an. Die machen sich schon mal gemütlich. Fahren schon mal einen Tisch aus. Und wir gehen in unser Cockpit. Jawohl. Wir setzen uns hin. Pausieren das Ganze nochmal. Ich logge mich jetzt ein auf Ivao oder Watson, je nachdem, wo wer wann online ist und auf das ACAS-System. Und dann geht es weiter mit den Checklisten. So, es kann weitergehen. Es kann losgehen, besser gesagt. Und zwar mit der B4 Engine Start Checklist. Die setzt eigentlich nur voraus, dass eigentlich alles aus ist und das ist auch eigentlich die Hauptaufgabe. So, Switch ist all off. Wir gehen alles ganz schnell durch. Hier scheint alles aus zu sein. Das ist der Fall. Hier auch. Hier auch. Die Armklappe machen wir mal hoch. Hier scheint auch alles aus zu sein. Auch das ist der Fall. Ne, da wollen wir nicht hin. Okay. Wait and fuel set and checked cabin door. Die müssen wir natürlich noch schließen. Haben wir gut, dass es hier in der Checklist drin steht. Landegear lever down, das ist der Fall. Power levers idle. Propellers full forward and cut off full forward. Cabin temperature mode off, das ist der Fall. Vent blower off. Vent blower, der Vent blower ist off, off. Afterblower ist off, off. Electrical heat. Auf off. Wo ist Electrical Heat? Hier. Oxygen Supply Pressure. Das ist hier der Fall. Da können wir nochmal genauer hingehen. Supply Pressure. Das ist der Fall. Wir gehen wieder zurück auf unseren Pilotensitz. Da ziehen wir. Wir fühlen uns ein wenig. Obwohl, lass uns mal auf. Fuel Fire Valves Close. Das ist der Fall. Standby Pumps. Jetzt wird es ein wenig interessant. Die Standby-Pumps müssen on. Das hört man auch leicht im Hintergrund. Ja, Battery Switch können wir jetzt anmachen. Zack, und das ganze Ding wird wach. Wir können die Master Caution canceln. Fuel Fire Valves open. Dann sollten die NNC-Lights ausgehen hier oben. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Standby Palms off. Und dann machen wir einen Crossfeed-Check. Jetzt sollten die Lampen wieder angehen. Das ist auch richtig. Oder? Genau, die Fuel Pressure. Fuel Pressure. Genau, das ist auch richtig. Crossfeed, Alternate, Left. Jawohl, geht aus. Rechts bleibt aus. In der Mitte bleibt an. Auxiliary Transfer, Auto. No Transfer Light Switch, Press to Test. Ob, wenn wir keinen Transfer zwischen den beiden Tanks haben, dann sollte eins dieser roten Lampen leuchten. Das wäre jetzt nur der Test. Fuel Quantity, Check and Main and Auxiliary. Hier haben wir natürlich nichts drin. Das zeigt er auch an. Wir haben heute 410 Kilogramm Sprit dabei. Mehr als genug, hoffe ich doch. DC Load Voltmeter, das sollte jetzt so um die 80 anzeigen. Das passt. Stall Warning Test. Man hört's. Die Enunciator Lights. Alles leuchtet. Soweit, alles gut. Rotating Beacon können wir anmachen. Und jetzt müssen wir eigentlich nach der IFR Clearance fragen. Wir schauen nochmal kurz im Web bei. Da ist aber aktuell nichts los. Also können wir da auch nicht nach Clearance fragen. Die Cabin Signs machen wir nochmal an.
Licht machen wir an und dann geht's weiter. Before Engine Starting Checklist complete. Jetzt machen wir die Engine Startup Checklist. Davor mache ich noch mal ein wenig Licht an. Boah, die fliege schon wieder. Right Ignition. Wer ist das? Right Ignition and Engine Start Switch On. Das ist der Fall. Jetzt fährt schon der Motor sozusagen hoch. Wir müssen warten bis 12% im Minimum. Das ist sehr, sehr schnell der Fall. Condition Level auf Low Idle. Der Propeller springt an, wie wir hier sehen können. Müssen einschauen. ITT sollte nicht über 1000 Grad. Das ist aber nicht der Fall. Torque ist okay, alles okay. Dann könnten wir den, den auf High Idle machen. ITT über 50. Ja, das ist der Fall. Hat sich sogar auf 70 stabilisiert. Dann können wir den Right Ignition Start Switch ausmachen und den rechten Generator an. Jawohl. Das Ganze eigentlich nochmal mit dem linken Triebwerk. Wir gehen hier auf Low Idle. Und auch der zweite springt an. Perfekt. Ich habe auch eigentlich nichts anderes erwartet, aber wie gesagt, bei der Maschine weiß man nie, was als nächstes hier kaputt gehen kann. Gewollt natürlich, ne? Dann der Left Oil Pressure, ja, ist alles okay. Left Ignition off. Left Generator. Zack. Und an. Reduce to low idle. Na, das geht ja heute ein wenig schneller als im letzten Flug. Ja klar, das ist natürlich alles Übung. Damit sind wir mit der Engine Startup Checklist complete. Jetzt müssen wir das MFD programmieren. Und jetzt, das zeige ich euch gerne noch einmal. Das mache ich aber nicht so oft gern, weil es einfach ziemlich monoton ist. Ich klicke hier auf Flight Plan. Und dann geben wir einen Wegpunkt nach dem anderen ein. Was eigentlich nicht so cool ist. Ja, Geschmackssache, sage ich mal. LILN ist unser erster Wegpunkt. Dann geht's weiter. SRN. RN. Da gibt es mehrere VOR, NDB, wie man sieht, in Iran, in Venezuela, in Australien, aber natürlich ist der in Italien der richtige. Dann geht's weiter mit Rubas. Zack. Und so weiter und so fort. Und weil ihr eigentlich das Prinzip jetzt verstanden haben solltet, ja, siehst du, da war schon der kleine Trick, NDB in Italy. Das passt. Da machen wir mal kurz einen Cut. Ja, ich habe jetzt soweit alles fertig programmiert. Man sieht ja hier die komplette Liste. Nur mal kurz drüber geschaut und verglichen. Das passt, sieht alles sehr gut aus. Dann gehen wir in das Programming und wir selecten mal ein Arrival, müsste das sein. Das ist nämlich die Giki Trigolf Departure Route. Ich sag mal Departure Route. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß auch gerade nicht so genau, ob wie ich da jetzt hinswitchen kann zu den anderen Waypoints. Deswegen muss ich das leider spontan entscheiden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es richtig ist. Was man eigentlich nie machen sollte. Gehe auf den Approach und dann wähle ich ILS 15.
15. Ja, ich weiß nicht, was ich bekomme, aber ich nehme mal Zulu. Vectors. Load. Flight Plan. Ja, da habe ich noch nicht ganz raus, dass er mir dann immer dieses Leg deaktiviert. Jawohl. Das passt. Das gefällt mir. Wir sind fertig. Programming vom MFD ist fertig. Dann gehen wir die Before-Taxi-Checklist durch. DC und Load-Volt-Meter checken. Zack. Passt. Passt. Avionics Master Switch on. Lights as required. Taxi Lights. Nav Lights. Recognition Lights. Tail Flat Lights. Elevated Trim. Jetzt schauen wir mal in unsere clevere Tabelle. Die Runway ist nur 1400 Meter lang, was sehr knapp ist. Wir wiegen 4836 Kilo. Das bedeutet, wir brauchen einen Trim von 4 Grad. Ich hoffe, das reicht aus. Ein Trim von 4 Grad ist set. Dann QNH, natürlich auf den aktuellen QNH, der ist 1.0, was habe ich mir notiert? 1.0.1.5. Jawohl. Heading References und danach machen wir Heading. Gehen wir mal direkt hier in das... hier rein. References. Das machen wir aus. Rotate. VR ist auf... Ja, ich nehme das immer. Ich nehme das hier immer als V1. V1 und V50 als Rotate, aber ist ja Geschmackssache. Quatsch. Rotate und V2 ist das. Ja. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? 5000 Kilogramm und wir starten mit Flaps of Approach. Definitiv. Das heißt, wir machen 90 und 99. Das heißt, nur ein Km, nein, ein Km, ein Knoten schneller. Als davor, dann gehen wir jetzt mal hier nochmal auf Unicom. Ja. Warum ist das untere aktiv? Naja. Genau, dann Heading. Wir hätten. 1.80 ist ja die Runway. Wir gehen aber auf Kurs 1.35. Noch weniger als 1.35. Wir gehen auf Kurs. Ja, 1.30. Altitude nehmen wir wieder die 10.000, da hier kein Air Traffic Controller online ist. References set, cabin temperature and mode as required. Cabin temperature mode, das ist hier. Auto, und wir machen mal increase ein wenig. Dann cabin temperature, instruments check, flight controls test and check. Wichtig, full up, ups, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full right, full left, neutral, okay. Brakes check, müssen wir noch machen, cabin temperature mode, nach der letzten harten Bremsung hier, müssen wir wirklich die Bremse checken. Die waren schon vor dem Flug ziemlich weit runter, also... Ich denke mal, dass wir dann spätestens nach dem Flug nach Rom, also den übernächsten Flug, dann mal die Bremsen wahrscheinlich sogar tauschen müssen. Ja, Before Taxi Checklist ist complete.
Elevated Gym, genau. Kommt mir ein wenig komisch vor, ist aber so. Was wir noch machen können, ist die Bleed Air Veils open. Die müssen hier unten sein. Und dann können wir jetzt auch schon nochmal aufs Web-Eye schauen. Und wir sehen, dass kein Schwein online ist. Boah, das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Also ich finde das wirklich schwach. Also meine Meinung dazu mal ganz kurz, bevor wir nicht, ich möchte nicht zu viel aufhalten, aber bevor wir weiterfliegen. Wenn man sich als Air Traffic Controller einloggt, dann doch bitte länger als eine Stunde. Weil ich habe es gerade gesehen, dass dann macht man seine ganzen Vorbereitungen und dann ist er wieder offline, ja. Das kann man gar nicht kalkulieren, das ist völliger Schwachsinn und naja. Gut, Pushback habe ich hier vorbereitet, ich nehme das vom EVAP. Soweit so gut. Parkbremse müssen wir natürlich lösen und Pushback kann beginnen. Ich nehme mir hier diese Linie, die gerade noch da war, als Referenz. Aber wir können ja eigentlich ziemlich früh schon in den Turn gehen. Boah, ich glaube, der Pushback passt perfekt. Pushback. Boah, also ich glaube, der passt perfekt. Da müssen wir jetzt mal. Müssen wir jetzt mal schauen. Ah, ne. Ein bisschen sind wir seitlich. Aber egal. Jo, dann können wir sagen. Können wir eigentlich schon losrollern? Ganz gemächlich. Und versuchen dann noch nebenbei parallel die Checkliste durchzugehen. Achso, bevor ich es nachher vergesse, in Rom gibt es einen Airport als zum Download. Ziemlich cool, also lasst euch nicht abschrecken von diesem Standard-Airport. Hier gibt es einfach keine Szenerie dazu, aber das ist mir Latte, weil mir die Herausforderung, ja. Die Herausforderung, auf so einem kleinen Airport zu landen, ist bei mir größer, als einfach nur auf Flughäfen landen zu wollen, die eine Szenerie haben. Cabin Altitude Select dann ab. Bevor wir das machen, müssen wir einmal nach links schauen, ob da einer kommt. Nein, oha, schön. Die Berge da hinten im Schleier. Hier rechts kommt auch keiner. Strobe Light an. Jawohl. Rollen jetzt zu unserem Holding Point Runway 18. Genau, die Altitude, die muss ich hier noch eindrehen und zwar auf 27.000. Okay, passt. Cabin, Pressure Dump. Jawohl, jawohl. Flaps, Check and Set. Flaps. Down. Jawohl. Flaps set to approach. Auto Feather Switch. Ist das hier schon? Nee. Da hinten geht's auch nochmal. Weiter. Der Auto Feather ist hier. Autofeather auf Arm Lights as required.
Die Strobe Lights machen wieder aus. Jawohl. Runway 18, jawohl, passt. Perfekt, Taxi Lights sind an, sieht man hier auch schön. Kommt hoffentlich keiner. Und dann halten wir hier so früh wie möglich an, wie es geht. Wir setzen die Parkbremse. Strobe Lights an. Landly Lights an. Taxi Lights aus. Before enunciated lights, extinguished transponder checked, set to ground. Das ist der Fall. Ice protection as required. Haben wir Wolken? Eigentlich nicht, es ist warm genug. Engine Audi ignition as required, set and left joke. Engine Auto ignition, achso, das ist wichtig. Oh Gott, ist das klein geschrieben hier. Engine Auto ignition. Arm und Arm. Jawohl. Damit haben wir es. Müssen wir noch hier, zack, die 8 Grad hier setzen. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ich mache nochmal den Rekorder an. So. Wichtig ist, N1 zwischen 90 und 92 und ITT maximal 830 Grad. Puh, dann setzen wir das mal. Die Uhr starten wir. Und dann geht's ab. Ja, 80. Sehr anfällig heute. Das Gaspedal, ITT, ist okay. Los geht's. Na, noch ein bisschen mehr Schub. ITT ist okay, alles im grünen Bereich. Passt. 80 Knots. V1. Rotate. Pitch von 10 Grad halten, wenn es geht. Gear up. Flaps up. Langsam Richtung 135. Das passt. Flaps up, your damper on. Climb power. Passt. Speed 160 Knoten bis 10.000 Fuß. Passt. Propeller synchro phaser muss on. Auto feather off. Transition altitude check and set. Taxi Landing Lights. ITT nicht.
Sicht über 790 Grad. Da müssen wir noch bei 10.000 die Landing Lights ausmachen. Und dann haben wir es doch eigentlich schon. Ja, es ist mal wieder ein perfekter Start, ja. Also, es sind zwar lange Vorbereitungen, aber die Vorbereitungen, die wir machen, die sind ja wohl wirklich, ja, die zahlen sich aus, ja. Die zahlen sich wirklich aus. Jetzt ziehen wir hier durch eine kleine Wolke durch. Jetzt bin ich überlegen, wie viel haben wir Outside Temperature? 5 Degrees, ob wir da jetzt schon, was macht das Flugzeug gerade? Ach Gott. Landing Lights aus. Irgendwas ist mit dem NAV. Irgendwas ist mit dem NAV. Da muss ich mal ins Flight One Forum schauen. Da waren wirklich gute Lösungsansätze dabei. Ich meine, es hat ja auch bei mir mal funktioniert. So ist es ja nicht. Was habe ich jetzt vergessen? Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ich weiß es leider nicht mehr. Achso, genau. Ich habe über das Anti-Eis nachgedacht, aber dann sind wir ja auch schon wieder durch. Viele Wolken gibt es hier nicht. Hier so vereinzelt ein paar Wolken hinten. Die haben sich gemütlich gemacht. Die schauen hier raus. Schauen über Italien drüber. Ja, ist doch ganz schön. Die könnten auch eigentlich sich langsam abschnallen. Cabin Pressurization, die ist auch gut. Pressurization. Jo, also ich würde sagen, im Allgemeinen alles ziemlich gut. Wir sind genau auf Kurs, wir können ja hier nochmal rauszoomen. Hier sind wir gestartet. Kurz vor den Bergen sind wir jetzt schon ungefähr hierher, haben wir schon unseren Top of Climb dann erreicht. Und ja, fliegen in weiter Richtung rum. Ich hoffe, dass wir noch einen Air Traffic Controller bekommen. Das wäre eigentlich ganz nice. Das TCAS können wir mal anmachen. Und was haben wir hier? Hier haben wir ein Flugzeug auf 10.000 Fuß tiefer, das heißt gerade am Starten. Links von uns. Ich sehe da aber nichts. Ist vielleicht auch ziemlich weit weg. Ja, ich lasse es mal so an. Ist ja eigentlich ganz interessant, immer zu beobachten, was so um einen herum passiert. Ansonsten könnte ich schon mal die Frequenz eingeben für das ILS. Schlecht. Das ist nämlich 109,9. Zack, müssen wir rüber transferieren. 109,9. Zack. Jo. Ja, alles soweit perfekt. 160 Knoten steigen wir immer noch mit 2100 Fuß pro Minute. Der Pitch ist wirklich perfekt und wir haben einen Rückenwind, das kommt uns alles zugute. Also, wirklich ein Traum, ja, wirklich ein Traum. Jetzt
kommen noch mehr Flugzeuge hier um uns herum. Zeit, um mal zu gucken, was denn so die Passagiere machen, was sie da unten sehen. Oh, ich glaube, das unten ist Mailand oder müsste Mailand sein. So sieht zumindest aus auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite, also wenn man rechts rausschaut. Ne, eigentlich links. Vom Flugzeug her links. Die Berge zu sehen. Hier. Ach genau, hier ist nochmal das Stadion da unten zu sehen. Das müsste eigentlich von hier dann besser zu sehen sein. Ja, gerade noch so hier im Sichtfeld. Ja, der Rest, das läuft, ja. Also, es scheint langweilig zu sein, aber mit den richtigen Vorbereitungen, ja, ist das ein angenehmer Flug, ja. So muss es sein. So kann Sicherheit gewährleistet sein. Und ja. Die Steigrate, die setzen wir jetzt mal ein wenig nach unten auf 1800 Fuß pro Minute. Damit wir wieder ein bisschen mehr Speed aufbauen. ITT 710 Grad, das ist eigentlich recht viel, ja. Wir sollten nicht über 790 Grad kommen. Ja, wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Und können jetzt nämlich den Propeller ein wenig zurückdrehen. Und zwar auf 1700 nehmen wir das diesmal. Ich glaube, das habe ich perfekt zurückgedreht. Und dann sollten wir nämlich so um die 190, 188 rumcruisen. Links ein wenig Traffic. Auf 33, Flight Level 330. Soweit eigentlich alles in Ordnung. Fällt mir richtig gut, ja. Ja, Cruise Checklist. Cruise Power is checked of the refuel fuel gauges. Und wir schauen nochmal nach dem Sprit. Ja, mehr als genug. Mehr als genug haben wir aktuell drin. Das ist richtig, richtig gut. Wir sind allgemein ziemlich gut unterwegs, ja. Wir sind jetzt genau auf dem Kurs wieder drauf. Ja, Flight Level haben wir jetzt schon erreicht, ziemlich früh. Mal überlegen, weil wir sind jetzt bei Par. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 100 nautische Meilen bis auf Top of Descent. Danach 120 nautische Meilen. Ja, wäre eigentlich ganz schön mit dem Air Traffic Controller noch. Das wäre ein Traum. Ansonsten, wie gesagt, genau, jetzt habe ich wieder meinen Faden gefunden. Flughafen-Add-ons. Lira gibt es ein Freeware Airport Add-on, das gibt es unten in der Videobeschreibung, verlinke ich euch, für diesen kleinen Rom-Airport, und der sieht echt gut aus. Also dafür, dass es Freeware ist, kann man echt nicht rummeckern. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir fliegen hier online für die Contrail Air, und alle Informationen darüber auf contrailair.com. Das ist eine virtuelle Airline, die eigentlich alles erlaubt, also eine Art Spaß-Airline. Also für all diejenigen, die vielleicht noch eine suchen, aber nicht unbedingt genau nach Flugplan fliegen wollen, wie echte Airlines eben oder echte VAs, die sollten sich auf jeden Fall bei contrailair.com anmelden. Das ist der optimale Mittelweg zwischen in einer VA sein und ja genügend Freiheit haben, um selber entscheiden zu können, was man genau fliegen will, wohin etc. pp. Jo, ansonsten, da wir jetzt genau auf Kurs sind, könnten wir nochmal kurz den Schub ein bisschen zurücknehmen. Könnten wir noch mal kurz durchs Cockpit durchgehen hier.
Ja, wir haben hier zwei Zweiersitze, dann ja, so eine Art Viererreihe hier mit ausklappbaren Tischen, alles drum und dran. Wirklich ein Highlight. Dann kann man hier rausschauen und hier hinten gibt es nochmal ein Gepäckfach. So vermute ich, dass es hier sieht zwar auch so aus, als könnte man da sitzen, aber sieht auch stark nach einem Gepäckfach aus. Und hier hinten gibt es nochmal zwei Zusatzsitze, ich glaube Notfallsitze für ja, Stewardessen, falls es ein Businessflug ist. Und ansonsten, ja, echt schönes Flugzeug hier, kann ich nur empfehlen. Kostet, glaube ich, um die $50 auf FlightOne.com. Und ja, ist einfach nur der Hammer, ja, auch wenn es jetzt gerade nicht so anhört. Hier sind wir die Küste wieder, hier sind wir vorhin entlang geflogen, und zwar von hier hinten ungefähr. Dann hier genau bis hier hin und da sind dann hochgedreht. Jetzt sind wir im Prinzip wieder gut 80 nautische Meilen zurückgeflogen. Dann jetzt in die andere Richtung, Richtung oben. Hier sieht ja auch schon alles etwas grüner aus. Wir können mal vorne rausschauen, wie das hier aussieht. Links auch schon die Küste. Hier müsste auch irgendwo Venedig sein. So, wir sind wieder zurück im Cockpit. Und ja, was gibt's Neues? Leider ist kein Lotse online und das erwarte ich auch nicht mehr. Gut, das Thema ist für mich abgehakt. Dann haben wir ziemlich starke Tailwind-Komponente von. Ja, hinten ist halt Tailwind. 70 Knoten von hinten rechts. Das bedeutet, wir kriegen hier ordentlich. Ja, Rückenwind und Seitenwind allerdings auch noch ein bisschen mit. Wir sind genau auf Kurs. Unser nächster Waypoint ist Kugix. Und danach Antel. Und nach Antel müssen wir aufpassen, denn da ist ungefähr unser Top of Descent. Und ja, dann würde ich sagen, weil wir jetzt noch Zeit haben, das ganze Flugzeug schon von außen betrachtet haben, die Innenkabine eigentlich auch schon ziemlich inspiziert haben, schauen wir doch mal genauer in die Charts nochmal hinein. Also, wir schauen jetzt mal in die Charts rein und diese Grafik ist für uns besonders wichtig, denn das ist nämlich unser Arrival. Wir kommen nämlich hier an, BOL, nicht für Bologna, sondern voll für Bolsena und müssen dann ab diesem Wegpunkt 6000 Fuß oder tiefer haben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wir nehmen die 6000. Gehen dann hier runter und bis 8 nautische Meilen nach diesem VOR können wir runtergehen oder müssen runtergehen auf 5000 und fliegen dann zu unserem Wegpunkt Campagnano. Dort müssen wir 32 Knoten haben, das ist, diese Angaben sind für uns nicht wichtig, da wir eh nicht drüber kommen. Wir sind ja schließlich kein Jet und dann wird es für uns wichtig, denn hier unten. Wir nehmen wahrscheinlich Isle Zulu. Whiskey, X-Ray, Yankee und Zulu. Wir nehmen Isle Zulu. Wichtig ist, wir haben hier 3000 Fuß drauf.
Ab 8,3 geht es dann runter, falls unser ILS nicht funktionieren sollte, auf, auf das ILS. Und wie ist der Missed Approach-Verfahren, falls wir hier aus irgendwelchen Gründen nicht ganz hier. As soon as possible, turn right, Max 185 Knoten on Radial 217 rum VOR to Pra, was auch immer, or Cross 6. Genau, das ist dieser Weg hier. Genau, und VOR at 2000 or above. Then climbing to 3000 to Pra. Wo ist Pra? Pra, 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 Pra. Ah ja, okay. Und ja, okay. Missed Approach Verfahren, da sind wir auch schon mal gebrieft. Also alles halb so wild, wenn man sich einfach nur darauf einstellt. So, Antel. Wir sind tatsächlich in 13 nautischen Meilen schon in Antel. Da müssen wir gleich schon mal die References auch setzen. Das ist wichtig, denn wir sind ja nicht mehr so schwer wie beim Start. Allerdings verbraucht ja zum Glück dieses Flugzeug auch nicht ganz so viel Sprit wie ein Jet. Wir sind wieder ein bisschen vom Kurs abgekommen, macht aber nichts. So, ich habe aufgeschrieben noch 35, das heißt 6 nautische Meilen nach Antel müssen wir descenden. Ja, genau. 190 Knoten haben wir aktuell drauf. Wir checken nochmal unsere Systeme. ITT ist okay, 47 Grad, kommen wir ein bisschen warm vor, aber ist alles noch im optimal grünen Bereich. Torque 1800 passt, RPM passt, N1 passt auch. Das ist wirklich ein Traum. Ja, die Maschine fliegt wie ein Traum. Der Pilot ist natürlich, behandelt sie auch wie ein Traum. Und ja, wir sind jetzt 37, 38 Minuten in der Luft. Ich glaube, durch den Rückenwind sind wir schneller da als gedacht. Ja, ich habe gerechnet mit einer Stunde 20 ungefähr. Ah, wobei, das könnte noch hinkommen. Das könnte noch hinkommen, aber es könnte sein, dass wir auch schneller sind. Und da, oh, da oben sehen wir schon den Anflug. Tatsächlich. Na, das ist natürlich völliger Blödsinn. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Müssen unser Flightplan gehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das hier nach Tiba. Das nehmen wir nicht. Clear. Genau, En-Route. Das ILS, das nehmen wir sehr, sehr gerne. Intercept, genau. Das fliegen wir auch sehr gerne ab, wenn wir einen Misapproach haben. Der Rest ist aber völliger Käse gewesen. Und ja, jetzt haben wir Antel erreicht. Boah, das geht wirklich zügig. Jetzt haben wir noch 9,5 Meilen nach Lira schon. Das ist korrekt. Ah, jetzt habe ich leider einen Wegpunkt ausgelassen. Aber das schaffen wir noch schnell. Flightplan. Zack. Wie heißt der? Wie heißt der? Gikin. Enter. Ah, shit. Egal. Ist okay, wir müssen jetzt runter. Wir müssen jetzt runter. Also Schub raus.
und runter auf 6000 Fuß erstmal. Ja, soweit alles im grünen Bereich mal wieder. Sprit haben wir noch mehr als genug, also da können wir noch mehrere Go-Rounds machen. Schub ist okay, Geschwindigkeit ist okay, Gikin. Der ist doch Gikin. Okay, wir versuchen es trotzdem noch einmal. Flight Plan, wir gehen hier rein. Gikin können wir canceln. Clear. Hier gehen wir rein. G-I-K-I-N. Enter. Jawoll. Richtig cool. Jetzt haben wir noch 27 nautische Meilen bis nach Gikin und dann wird spannend. Ich glaube, wir müssen schneller sinken. Ich glaube, wir sind zu spät gesunken. Denn wir müssen 6000 Fuß erreichen schon bei Gikin. Ah, scheiße. Naja, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wichtig ist, dass wir nach Lira. Ja, also den Airport verfehlen wir schon nicht. Ja, wir halten nur nicht diese Restriktionen jetzt ein. Was für das Simulationsherz natürlich dramatisch ist, aber ich sag mal so, wenn man einfach nur ankommen möchte, ist das okay, ja? Wir sinken jetzt schon ein bisschen schneller mit 5550 Fuß aktuell, Geschwindigkeit, alles checkt. Ja, ich würde sagen, wir können die Descent-Checklist mal durchgehen. Cabin Pressurization habe ich hier komplett verpennt. Eieieiei. Nicht, dass der Druck hier in der Kabine viel zu hoch wird. Shield Anti-Ice as required. References set. Die References müssen wir mal unbedingt setten. Zack. V-Ref. Wir sind wie schnell? 4550 Kilo ungefähr, wenn wir ankommen. Das macht ein V-Ref von 86. So, eins haben wir zugewonnen, den Rest machen wir wieder aus. Auf. Okay. References checked. Ja. Yep. References checked Notes 75 sollten wir ungefähr haben. Das heißt, wir können N1 sogar noch reduzieren. Cabin Lights. Ja, wir können da mal die Seatbelt-Zeilen anmachen. Hier, die sind ja noch gar nicht an. Ja, müssen sie auch eigentlich nicht, aber machen sie jetzt mal an. Das könnte gleich turbulent werden. Zwar nicht im Flugzeug, aber wohl eher für den Piloten. Die Approach-Checklist müssen wir gleich auch noch durchgehen. Das lokale QNH müssen wir auch noch irgendwie rausfinden. Aber am besten
besten wir schauen uns das Ganze mal mit Head an. Boah, das wird heftig. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Wind kommt aus 220, die Runways ist 1,5. Wind kommt von seitlich. Und zwar 70 Grad. Das heißt, wir werden richtig zu kämpfen haben. Das wird eine richtig schwere Landung und zum Glück ist die Runway 800 Meter länger als in Venegono. Ja, das kriegen wir schon hin. Also die Winde machen es auf jeden Fall richtig interessant. Die werden es richtig interessant machen. Und ja, mal schauen. Wir sind jetzt gleich wieder auf Kurs. Wir sind jetzt auf 17.500 Fuß. Ja, das ist okay. Das ist gerade so okay. Ich habe jetzt mal auf 3000 eingedreht. Für das ILS und... Puh. Also das wird richtig... Das wird eine richtig enge Nummer. Das wird eine richtig enge Nummer. Auch mit dem ILS, ja. Vielleicht können wir schon die Runway schon vor uns erkennen, aber es sind noch 50 nautische Meilen. Ich bezweifle das mal ganz stark. Nee. Ja, ein bisschen bewölkt ist es hier schon. Zumindest hinter uns. Ja, wieder leichte Turbulenzen hier. Das macht das Ganze natürlich nicht gerade leichter. Ah, ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ob das alles so hinhaut, das ist hier die Frage. Der Wind dreht jetzt auch ein wenig. Ja, der wird schwächer, ist ja auch klar. Ein bisschen reinzoomen, Wind hier aus... 30 Knoten, jetzt fast nur noch seitlich, 29, der nimmt natürlich jetzt ab, ja, umso tiefer wir kommen. Und dreht dann auch so ein bisschen nach vorne wieder, ja. Das macht das Ganze natürlich beim Anflug etwas schwieriger. Wir kommen aber gut an, wir kommen gut an, ich sehe es gerade auf dem GPS. Wir kommen echt gut an. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So, Approach Checklist. Pressurization check. Pressurization is checked. Cabin sign on. Auto feather switch. Propeller synchrophaser off. Auto feather switch of arm. Q&H müssen wir setzen. Gleich dann noch Q&H. Die Landing Lights und Taxi Lights müssen wir noch setzen. Also Landing Lights, Flaps, Landing Gear. Ja, soweit alles im grünen Bereich. Das sieht
sieht alles okay aus. Das sieht alles okay aus, ein bisschen schnell. Was wichtig ist, wir können die Flaps maximal bei 200 Indicated Airspeed ausfahren. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Ansonsten noch. Ist mir gerade aufgefallen, dass ihr das T-Cast ja gar nicht sehen konntet, weil ja mein Kopf davor war. Das ist natürlich auch genial. Ja, ich halte es jetzt mal hier so. Ja, hier kann man es ja ungefähr sehen. So. Ich glaube, da stört es auch keinen großartig. Puh, so, 8000 Landing Lights on. QNH. 1016, I guess. Achso, References habe ich schon wieder vergessen. Und zwar müssen wir hier doch die Minimums einstellen. Und zwar anders als in Veninogo mache ich mir jetzt mal Radial Altimeter oder Radar Altimeter. Dann sind das Ganze auf 1700 Fuß. Ja, 1800. Okay. Ja, Zeit mal für einen Schluck Wasser. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal überhaupt auf Kurs sind. Das sieht nämlich gerade nicht so ganz danach aus. Ist natürlich nicht so genial. Ich glaube, wir können definitiv langsamer sinken. Ich glaube, hier hinten beginnt erst das ILS und wenn wir dann schon vorher auf 3000 Fuß sind, dann juckeln wir da wieder in der Gegend herum und das nur über oben. Ich glaube, das ist nicht so geil. So, nochmal zum letzten Mal. Wie gesagt, die Landing Checklist ist dann nur noch Condition Lever, Propeller und Power Levers. Und Landing und Taxi Light as required, okay. Es sind nur noch die Flaps und die Landing Lights, die fehlen. Wir schauen nochmal kurz unser T-Cast, da ist tatsächlich einer. Ich gehe jetzt mal auf 20er Ring. Minus 50, der ist auf dem Boden, okay. Der ist auf dem Boden. Dann macht uns das erstmal nicht viel. Boah, da sind wir oben. Schön. Richtig schön. Ist es das? Ich glaube, das soll Rom sein. Ich muss definitiv meine SD-Festplatte einrichten. Weil ich habe nämlich den Ding schon gekauft. Global HD irgendwas. Und wenn ich jetzt hier so über Italien fliege und ich schaue nach links und rechts, dann jetzt wirklich Zeit, weil das sieht echt auf Dauer sieht das nicht schön aus, definitiv nicht. Ja, wir machen das mal runter, weil es cool aussieht. ja.
Oha, sind wir jetzt schon auf dem ILS? War das jetzt schon gecaptured? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht unser Airport sein wird. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe hier die Frequenz eingegeben. Hier haben das passt. Hier habe ich hier so einen Balken. Ich habe noch nie einen ILS-Anflug gemacht mit diesem Flugzeug. Jetzt haben wir noch Turbulenzen hier. Ach du Scheiße. Ich glaube... Ich habe aber auch nichts gedrückt. Normalerweise muss man doch nochmal den Approach-Button drücken. Den FS-Recorder mal an. Hä, wir sind jetzt auf 3000 Fuß. Ich drücke jetzt auf Approach. Localizer hat er captured, oder? Da haben wir Traffic. Traffic, Traffic, Traffic ahead. Startet, glaube ich, gerade. Der Airport ist inside. Flaps 1. Nee. Achso, nee, Quatsch. Da kommt der Diamant rein, da kommt der Diamant rein. Da ist der Airport. Ah, ich freue mich, ich freue mich. Jetzt kommt er reingelaufen. Jetzt kommt er langsam reingelaufen. Na? Jetzt müsste er sinken. Er tut es. Puh. Cool, aber er ist noch zu hoch. Er ist noch zu hoch. Aber ich denke, der fängt sich. Ich hoffe es. Was macht er jetzt? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. Auf jeden Fall, Gear down. Check 3 green. Flaps. Flaps 2.
16 Knoten ist eine gute Geschwindigkeit. Seitenwind 4 Knoten nur aktuell. 115 Knoten. 1200 noch über dem Boden. Mach ich schon mal breit. Bei 900 mache ich den Autopiloten aus. Autopilot off. I have control. Oder wie sagt man? Okay, die Seitenwinde sind deutlich spürbar. Trim ist komplett. Sink rate. Pull up. Pull up. Ja. Oh Sink rate 500. Sink rate 500 ist checked. Gott, was sind das für Winde hier? Sink rate. Pull up. Oh Gott, oh Gott. Ganz im Ernst, eigentlich wäre ich für Go-Around. Continue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Mein Seitenruder geht nicht. Lecco mio, war das eine geile Landung. Ja, das Wackeln ist normal. Das hat EasyDog irgendwie so an sich, wenn das eine Asphaltbahn ist. Lecco mio. Habe ich das Ding nicht geil gerettet? Boah, da bin ich schon stolz auf mich. Puh. After Landing Checklist. Da wirst du doch verrückt. Eine Stunde vier haben wir nur gebraucht. Hammer. Landing Lights off, Taxi Lights on, Strobe Light off, Tail... Logo auf, Ice Protection auf, Engine, Auto Ignition, auf, Electrical Load, Flaps Up, Condition Levers, Low Idle, After Landing Checklist complete. So, meine Damen und Herren. Noch nicht abschalten, die Wiederholung gibt's direkt danach. Wir rollen jetzt zum Gate und dann gibt's die Wiederholung aus 3000 Perspektiven, weil die einfach so genial war. Das T-Cast können wir jetzt auch ausmachen eigentlich. So, ich stehe auf den Bremsen. Okay. Fenster machen wir mal auf. Bisschen frische Luft. Ja, wohin jetzt texeln? Ich würde mal vermuten, irgendwo links hin.
wir denn jetzt schon am Ende? Ach ja, wir sind jetzt schon am Ende. Ja, dann nehmen wir mal eins von den Links hier, oder? Oder hier rechts? Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, ich habe jetzt das hier gewählt. Unfreiwillig. Ja. Okay, ich glaube, das müsste eine Taxi-Out-Position sein. Ja, bleiben wir mal hier stehen. Und, jo. Schnell die die Shutdown-Checklist und dann geht's ab zur Wiederholung. Avionics Master Switch. Auf. Auto-Feather Switch. Off. Light Switches. Beacon off. Off. Taxi Lights off. Trim set to normal. Windblower off. Ventblower off. Ist immer noch off. Ich weiß gar nicht, in die Auto. Ah, ist ja egal. Battery charge, ITT stabilize at minimum for 1 minute. Und dann kann ich auch das ausmachen. Stabilized, ist stabilized. Propellers feathered. Overhead panel switch is off. Die Passagiere können sich abschnallen. Kabinenlicht machen wir aus. Oxygen, push off. Wheel shocks installed and covered. Jawohl. Die Fensterchen machen wir noch zu. Zack. 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 Aus. Die Maus. Jo. Das machen wir noch zurück. Dann schauen wir uns mal die Maschine von außen an. Da hat jemand seinen Tischen offen gelassen während der Landung. Das geht ja mal gar nicht. Wer war das denn? Stewardess, öffnen Sie die Tür. Okay. So, sind wir die Treppe runtergegangen und da steht unsere Maschine. Ein Traum, oder? Ein Traum. Oder wäre es noch weitergegangen zum Texeln? Ich glaube, das ist gar keine Parkposition hier. Ist es auch nicht. Das ist ein ganz normaler Taxiway. Naja. Da kann da dann einer kommen, oder? Und das Ding wegfahren. Jo, schöner Airport eigentlich. So für eine Freeway-Szenerie eigentlich ganz gut. Und jo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch mal bitte ein paar Kommentare da für Verbesserungen, Vorschläge etc. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Flug. Gebt auch bitte auch noch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wirklich schön hier, oder? Jo, ansonsten many happy landings und bis bald, euer C. Vettel mit 3T.
Die Top 5 Landungen mit der Beechcraft Baroon 58 seht ihr mit einem Klick auf das linke Video. Eine Hotlap mit dem Audi R8 in Assetto Corsa auf der Nordschleife findet ihr mit einem Klick auf das rechte Video.